Und damit, hallo und herzlich willkommen zur 28. Folge des Command & Conquer. Wir haben einen Krieger verloren. Generelle Let's Plays, wo wir gerade hier in der gegnerischen Basis sind und versuchen, alles platt zu machen. Könnte irgendwas da drauf schießen, perfekt. Versuchen ist der falsche Begriff, wo wir gerade einfach alles platt machen. Wir haben einen Krieger verloren. Es läuft bis jetzt soweit ganz gut hier. Ziel ist es, dass er diese Kanone nicht mehr abschießen kann. Dazu muss ich nur noch rauskriegen, welche das ist. Ich glaube, das ist die. Genau, steht auch Partikelkanone dran. Die ist erstmal als nächstes dran. Und danach machen wir uns hier mal Gedanken darum, dass wir den NPC so platt machen, dass er... Große Explosion. Nicht. Dass er nichts mehr machen kann. Da wir haben einen Krieger verloren. Dann das Gebäude. Oh, er verkauft. Okay, wenn er verkauft, dann fahre ich einmal auf die Schnelle hier hin. Wir müssen gleich noch die Gebäude hier einnehmen. Die Bunker, aber ich würde erstmal zurück gerne zu meiner Basis fahren. Um alles zu zerstören, was jetzt auf meine Basis zufährt. Wir haben einen Krieger verloren. Ihr seht ja, was jetzt hier los ist. Das wird jetzt überall gleich so abgehen. Er wird alles verkauft haben und wird jetzt mit der Taktik, er schickt mir einfach alles entgegen, mich versuchen, Platz zu machen. So, dahin. Wir schnappen uns mal die hier. Ihr fahrt mal dahin. Könnt ihr das schon einnehmen? Ich weiß es noch nicht. Wir haben einen Krieger verloren. Das hier klappt langsam, aber es klappte. So, mit den Einheiten bin ich jetzt absichtlich da oben zu den Bunkern unterwegs. Wenn das nicht passt, muss ich gleich noch was bauen. Diese Brücke führt zum Stützpunkt der Amerikaner. Wenn wir sie kontrollieren, sitzen sie in der Falle. Den hier kann ich zum Reparieren schicken. Also die relevanteste Frage wäre tatsächlich... wie nehme ich jetzt diese Gebäude ein? Ach, alles klar. Vier Bunker sollen wir noch einnehmen. Ich habe noch nicht ganz verstanden, warum ihr es nicht schafft, euch hier zu sammeln, aber ihr macht das schon. Du nimmst... Ah ja, okay, es können nur diese Einheiten können das, alles klar. Dann... Macht zwar keinen Sinn, dass alle drei das jetzt gemacht haben oder zwei, ich weiß nicht, wie viele es sind. Also, du nimmst... Wieso könnt ihr... das nicht einnehmen? Alles klar. So, und theoretisch gesehen, wenn wir die vier jetzt eingenommen haben, dann müsste die Mission erfolgreich sein. Ohne dass ich alles mir genau angeguckt habe. Wir werden es herausbekommen. Ich bin eigentlich verwundert nur, wie einfach ich den NPC platt gemacht habe. Wenn die Partikelkanone beim ersten Angriff schon weg gewesen wäre, hätte ich gedacht, jo, easy, ne? Leider war ich ja dafür zu dumm, die richtige anzugreifen. Sonst müsste theoretisch... Wir haben einen Krieger verloren. Wir kontrollieren genügend Bunker. Kümmern wir uns jetzt um die Amerikaner. Alles klar, wir müssen die Amis noch komplett zerstören. Na dann, auf geht's. Ich habe gesehen, dass ihr hier unten herkommt. Dann sammelt ihr euch einmal da. Obwohl, warte, wir müssen hier oben. Fahrt erstmal dahin. Beratet mir, ob hier oben noch was ist. Derzeit produzieren wir hier einfach noch mal ein paar Einheiten. So, dass wir für den Fall der Fälle gewappnet sind. Und jetzt gucken wir uns einfach nur hier oben nochmal um. Dass er sich hier oben nicht irgendwie versteckt oder eingebunkert hat oder irgendwas ist, was mich interessiert. Sieht nicht danach aus. Fahren wir hier oben lang auf das Ding. Ah,
Also wie, wie ich das erkenne. Haben wir wirklich nur noch eine Stelle, wo wir noch nicht waren. Ja, alles klar. Da unten sammeln. Wir haben einen Krieger verloren. Das hier klappt ja unerwarteterweise ganz gut, die Dev, obwohl ich glaube, ein paar mehr Bunker wäre gut. Also ich glaube, wenn ich nochmal so eine Dev aufbaue, Bunker-Stingerstellung, Bunker-Stinger, also wirklich im Wechsel macht mehr Sinn. Dieses einfach nur eine Einheit ist, glaube ich, langfristig nicht die beste Idee. Und jetzt würde ich sagen, ich warte hier unten nicht viel Gegenwehr. Auf geht's nach hier unten. Meinen Krieger verloren. So, auf geht's rüber über die Brücke. Sere ist the target. Ja, hier unten ist definitiv noch eine kleine Basis, wie ich das hier schon sehe. Oder auch nicht, ich weiß es nicht. So, Erdstopp, das da mal noch töten. Wir haben einen Krieger verloren. Und jetzt alle da drauf. So, da drauf. Anscheinend sind ja wirklich nur noch vereinzelte Einheiten, die ich im ersten Moment gar nicht gesehen habe. Wie haben die sich denn vermehrt? Habt ihr alles gut bekommen? Ja. Dann einmal dahin. Hier ist nichts weiter. Und dann gucken wir noch hier. Hä? Wo sollen denn die letzten... Oh. Letzten Einheiten sein, wollte ich sagen. In dem Moment habe ich sie entdeckt. Ich hätte den Bunker nicht platt bekommen, solange wie die Reparatureinheit dahinter ist. Das kann ich jetzt schon sagen. Doch, so, sehr schön. Das Ding muss weg. Diese Einheit. Sehr schön. So. Und jetzt können wir hier gleich gemütlich einfach nach vorne gehen. Leider blockieren die sich hier gegenseitig auf der Brücke, was das Ganze unnötig macht. Aber ich werde das jetzt mal so akzeptieren. Komm, fahrt mal nach hier vorne. Wir haben einen Krieger verloren. Dass der Rest hier mal mitmacht. Ich bin ja schon fast ein wenig verwundert, dass er das hier nicht verkauft hat. Jetzt haben wir es. Warum hat er oben alles verkauft, aber unten nicht? Was war das für ein taktischer Move von dem NPC letzte Folge? Oder diese? Ich habe keine Ahnung. Gut, wir gehen in die nächste Mission. Ich halte kurz meine Klappe für die Story. Aber ich war gerade verwundert, dass er ernsthaft alles verkauft hat, aber nicht alles. Also, dass er anfängt zu verkaufen und mir entgegenrennt, aber trotzdem noch kleine Teile davon stehen lässt. War das... Das kann ja nur volle Taktik gewesen sein. Dass er damit versucht hat... Eine Splittergruppe der GBA hat uns verraten und kämpft nun auf der Seite des Drachens. Dieser feige Verrat darf nicht ungesühnt bleiben. Greifen Sie Ihre Konvois an und unterbrechen Sie Ihren Nachschub. Danach können wir die Verräter und ihre chinesischen Herren vernichten. Alles klar, wie 3 Dead. Es kann ja nur der Versuch gewesen sein,
dass er mit aller Macht noch meine Basis einmal angreift, in der Hoffnung, dass ich danach so geschwächt bin, dass ich mit dem kleinen Nachschub, den er dort noch zu stehen hatte, dann mich platt macht. Das Einzige, was ich mir vorstellen kann. Naja, egal. Wir konzentrieren uns auf die nächste Mission. Bei Lendor. Deltastan. General, eine Gruppe von Verrätern hat die GBA verlassen. Diese Bastarde sind zu den Chinesen übergelaufen. Sie wollen uns vernichten. Die Chinesen beliefern sie mit Atomwaffen. In diesem Moment nähert sich ein Konvoi mit Gefechtsköpfen. Wir werden den Konvoi abfangen und der Welt zeigen, was mit Verrätern geschieht. Müsstet auch die Köpfe da hinten zerstören. Anschließend fahren wir den Konvoi in die Basis der Verräter und sprengen die LKW. Verderben allen Verrätern. Ihr Stützpunkt ist hier. Wir haben diese Basis hier für Sie errichtet, General. Okay, Ankunft der Einheiten. Kann ich die jetzt einfach da hochfahren? Weidmanns Heil. Es muss sein. War die jetzt einfach dahin? Drei, vier, fünf. So. Das. Mehr geht nicht. Die für mich spannende Frage ist jetzt, werden die angegriffen? Ja, die greifen uns nicht an, die wissen das nicht. Halten Sie mit unserer Streitmacht Abstand zu den Konvois. Sonst wissen unsere Feinde, dass wir kommen. Ja, gehen wir hin. Du fährst dahin. Du fährst dorthin. Du fährst dorthin. Drei. Kann ich euch alle auf einmal zünden? Die Kommandozentrale hat überlebt? Nein, jetzt nicht. Oder? Es würde mich stark wundern, da sind drei Atombomben hochgegangen. So, auf geht's. Wir brauchen Armee. Ich habe keine Fahrzeugarmee. Gut. Wir gehen auch noch abbauen. Dann, ich brauche das Ding. Am meisten bin ich verwundert, dass das Gebäude ernsthaft überlebt hat. Da bin ich am meisten verwundert. Hier unten, das würde ich alles so stehen lassen. Gar nicht weiter drüber nachdenken und würde hier eine Angriffsarmee bauen, mit der ich jetzt dann gleich einen großen Angriff auf den Gegner starte. Das dauert wie immer einen Augenblick, aber das kennt ihr ja schon. So eine Cyborg-Kaserne habe ich, ein Geheimlager habe ich. Das Waffenlager ist im Bau, da brauchen wir gleich noch einen Palast. Und einen Schwarzmarkt. Kriegen wir beides hin. So, du baust den Palast hier unten hin. So rumgedreht. Dorthin. Das wird schon mal erforscht. Der Rest geht noch nicht. Und ich weiß jetzt nicht, wie viele Schwarzmärkte sinnvoll wären. Aber ich würde ein paar mehr bauen, weil mir das sieht mir nicht so aus, als ob ich mit den Einheiten hier lange genug an Ressourcen komme. Da würde ich mir lieber ein paar mehr Schwarzmärkte hier unten gleich hinstellen. Jo, jo. Drei Atombomben an dem Gebäude hier hochgehen. Und es scheint nicht mal kaputt zu sein, ne? Unglaublich. Ach ja.
Das Fahrzeug kommen wir mal dahin. Hier machen wir den Sammelpunkt gleich hin. Angreifen brauche ich da oben dann nicht. Das läuft alles noch so. Ey, die Musik, ehrlich. So, und hier unten stellen wir jetzt Schwarzmärkte hin. Mit dem Tarnung-Upgrade sind alle Rebellen, die nicht schießen, unsichtbar. 2, 3, 4. Das. Und dafür fehlt das Geld. Können wir hier noch was erforschen? Können wir nicht. Die Verräter haben unsere Einheiten bemerkt. Sie können jeden Moment angreifen. Der da muss weg. Komm. Sehr gut, zurück. Die Forschung hätte ich ganz gerne noch. Jetzt. So, Armee geht gleich los, ne? Wir müssen momentan ja erstmal dafür sorgen, dass das Geld passt. Deswegen habe ich hier gerade so viele Gebäude hingestellt. Inklusive Forschung war das jetzt auch relativ teuer. Aber ich denke mal, das größte Problem wird ein anderes werden, und zwar, dass ich hier unten verhindere, dass die Sprengköpfe jetzt gleich ankommen. Aber ein Problem nach dem anderen. Brauche ich jetzt gleich nochmal 4 dafür? Ich weiß nicht, ob ich so genug Kohle dafür habe, nochmal genug zu bauen. So, wieder ein Gebäude fertig. Das war viel Arbeit. Ich würde tatsächlich sagen, ich baue lieber noch... Wir haben einen Krieger verloren. Noch weitere Schwarzmärkte. Was wollen Sie von mir? Die Frage ist, wie viele baue ich noch? Ich trage so viel ich kann. Es sieht ja eher so aus, als wäre bald mein Geld alle. Deswegen wäre es eher gut, wenn ich hier mich jetzt auf das hier konzentriere. Aber ich muss langsam das Zwischending finden, dass ich auch Armee baue. So, ich würde sagen, jetzt machen wir noch... Was ist das denn? Die ganzen Forschungen hier. Und dann müssen 6... Ich probiere es mal aus, ob 6 Stück reichen. Ich werde es ja rausbekommen, ob es eine unnötig lange Wartezeit ist oder ob das eine passende Wartezeit ist. Das hier habe ich alles erforscht. Ja. Die Frage ist auch gleich, ob die Armee hier noch ausreicht, um einen nächsten Angriff zu starten. Welcher Angriff? Die nächsten Gebäude hier zu deffen. Gebäude? Diese Panzerfahrzeuge. Ah, die Atomsprengköpfe, dass ich die so deffe, dass sie nicht durchkommen. Das ist die relevante Frage. Mann, hat das lange gedauert, bis ich den Satz zusammen hatte. Wo gehst du da noch abbauen? Ich werde gehorchen. Ich trage so viel ich kann. So, das noch. Jetzt noch einmal 2000. Dann habe ich alle Forschung. Mit den ganzen Forschungen würde ich dann sagen... Haben wir sind wir eigentlich gut aufgestellt. Ich möchte diese Forschung eher positiv hinstellen. Was wollen Sie von mir? Und ich würde auch sagen, dass... der hier sogar noch mehr Schwarzmärkte jetzt über Zeit braucht. Jetzt fangen wir aber erstmal an, hier die erste Armee Achtung! Chinesische Truppen. Sie suchen wohl ihren Konvoi. Erhöhte Alarmbereitschaft. Die erste Angriffstruppen hier mal abzubauen, dass es hier vorangeht. Schafft ihr das? Wir haben einen Krieger verloren. Ja, sie schaffen das schon. Die 20 Minuten sind rum. Wir haben das hier erstmal geschafft. Das war das Wichtigste.
Nächste Folge sollte ich dann soweit sein, dass ich hier einen großen Angriff starten kann. Momentan sieht das Geld noch gut aus. Ich würde aber definitiv hier noch noch weitere Paläste bauen. Das entscheide ich aber alles nächste Folge. Jetzt bedanke ich mich erstmal soweit fürs Zuschauen. Lasst einen Daumen nach oben da und hinter mich. Schreibt mir Feedback. Ich freue mich wie immer über jeden Scheiß und sag wie immer zum Schluss. Tschö mit ö.